Grüß euch, liebe Stiegl-Freunde. Mein Name ist Markus Trinke, ich bin der Kreativbraumeister bei Stiegl. Heute treffen uns wir hier im wunderschönen Verkostungskeller der Stiegl Brauerei und legen gemeinsam die Bierstile fest, die wir brauen werden. Drei sind es an der Zahl und ich werde die alle einmal kurz vorstellen. Der erste Bierstil, der zur Auswahl steht, ist ein Weizen- oder Weißbier, in dem Fall eine dunkle Weiße. Weißbier ist in Bayern beheimatet und Weizen darf es dann genannt werden, wenn mehr als 50% der Schüttung Weizen drinnen ist. Und in dem Fall ist auch ein dunkles Malz drinnen, sogenanntes Karamell oder auch Röstmalz drinnen, damit wir diese wunderschöne Farbe erhalten. Der zweite Bierstil, der zur Auswahl steht, ist ein Schwarzbier. Schwarzbier ist in Thüringen beheimatet. Es ist ein untergäriges Bier. Es wird sehr viel Röstmalz verwendet beim Brauen, dadurch diese schöne Farbgebung und auch der röstige Geschmack. Und unter anderem ist es ein sehr trocken ausgebautes Bier. Das dritte und letzte Bier, das ich vorstellen darf, ist ein Brown Ale. Brown Ale hat seinen Ursprung in England im 18. Jahrhundert. Zum Brauen werden sehr viele dunkle und Karamellmalze verwendet, dadurch auch diese wunderschöne rotbraune Farbe. Es ist sehr kräftig im Malzkörper und hat eine betonte Bittere. Jetzt seid ihr dran. Ihr dürft euch entscheiden, welchen Bierstil wir brauen. Bierstil Nummer 1, 2 oder 3, ein dunkles Weißbier, ein Schwarzbier oder ein Brown Ale.